Das Tesla Model X war eines der Highlights auf dem Genfer Automobilsalon. Die Gullwings, die hinteren Flügeltüren des Elektroautos, ließ sich Franz Rother von Jochen Rudert erklären, dem Geschäftsführer von Tesla Europa. Hilfestellung leistete dabei ein Überraschungsgast. Sehen Sie selbst. Wow! Hallo Herr Rudert! Guten Tag, Herr Rudert. Das ist ja eine spektakuläre Show, das muss man erlebt haben. Absolut, ja. Das ist nur eins von vielen Highlights von Model X, das hier vor sich steht. Und das funktioniert reibungslos unter allen Witterungsbedingungen. Absolut, genau so ist es. Das Fahrzeug ist fertig ingeniert. Wir haben die ersten in Amerika bereits ausgeliefert und jetzt im Sommer kommen auch die ersten Europa-Auslieferungen zu uns. Das ist ja eigentlich das perfekte Chauffeursfahrzeug, oder? Nicht nur das, ich glaube auch für eine größere Familie mit bis zu 7 Erwachsenen, wo man hier Platz hat, wenn man auch mal die Freunde mitnimmt. Ja. Und natürlich den aufrechten Einstieg und die schöne Verarbeitung für die Kindersitze. Perfekte Familienauto genauso. Und man hat keinen Motorlärm, absolut, weil elektrischer Antrieb dort ist und ganz genau. Man kann sich gut unterhalten dabei. Das stimmt, ja. Wann kommt das Auto nach Deutschland? Wir haben die ersten Reservierungen schon erhalten, auch aus Deutschland, aus ganz Europa. Die ersten Auslieferungen werden im Sommer dieses Jahr dann auch passieren in Europa. So, und wie kriegen wir jetzt die Tür wieder zu? Muss man den Arm nach oben strecken oder... Herr Krüger, das freut mich ja außerordentlich. Das muss mich dann natürlich auch interessieren. Was sagen Sie zu dem Modell? Es könnte auch eigentlich ein BMW sein, nein, oder? Das ist ein Prototyp, wie Sie feststellen, am Glas. Kein Serienfahrzeug. Okay. Wenn man hier genau hinguckt, dann sehen Sie, das ist ein Prototyp und kein Serienfahrzeug. Aber von dem Konzept her? Kein Kommentar. Kein Kommentar, naja. Gut, okay. Das ist halt ein Wettbewerbsprodukt. Wertschätzung kann anders aus. Ja, ja. Sehr schönes Video. Hier gibt es dann also einen Knopf, dass man die Tür zumachen kann. Ja. Kannst du gerade mal vorführen? Ja, genau.